Hi, ich bin der Fritz von ASAP und wir sind heute hier in Stuttgart bei Shining 3D. Wir haben ein paar neue Sachen im Gepäck und ich bin mal gespannt. Ich habe gehört, ihr habt auch was Neues. Hier steht schon was. Sergio, stell dich doch vielleicht kurz mal vor und sag uns, was das hier tatsächlich ist, was wir da Neues von euch haben. Hallo Fritz, ich bin der Sergio, auch Applikationsingenieur hier bei Shining 3D. Und ja, wie du gesagt hast, wir haben heute unseren neuen Produkt mitgebracht und wir wollen einfach es zu euch alle zeigen. Okay, das ist er. Tada. Schick, ein Star. Erzähl uns doch mal, was kann das Ding? Ja, so es ist einfach unser neues Entry-Level-Scanner. Super geeignet für Menschen zum Scannen oder Körperteile zum Scannen. Aber auch können wir kleine Objekte, so wie Spielzeug und so weiter, scannen. Wir haben hier diesen, ich ziehe mal rüber, wundervollen, ehrwürdigen chinesischen Krieger. Alles dran, Gold, Silber, glänzt, lauter Farben. Ja, Sergio, lass uns einfach mal probieren, was passiert, wenn man den so, wie er hier steht, digitalisiert. Ich bin echt beeindruckt von der Qualität der Daten, beziehungsweise von den Farben. Das ist alles da, ohne irgendwas an der Oberfläche zu machen. Wir sehen selbst die Details da auf dem Brustpanzer vorne. Das ist klasse. Ich räume den Kollegen jetzt mal zur Seite und ich habe was vorbereitet, was sich vielleicht vor eine bisschen größere Hürde stellt. Weil wir haben ja auch Anwender, die nicht nur solche Sachen haben, sondern vielleicht irgendwelche technischen Produkte. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Tadam. So. Guck mal, was haben wir hier? Ach so. Wir haben hier was Hochglänzendes. Wir haben hier transparente Oberflächen an der Messuhr hier. Das ist ein Gerät, wenn du das digitalisieren willst, bin ich gespannt, wie du das machst. Lass uns doch einfach mal probieren. Ja. Wir haben jetzt den ersten Scan gemacht. Wir haben gesehen, das ist echt schwierig. Das System kommt ein Stück weit an seine Grenzen. Gerade die glänzenden Oberflächen, da sehen wir, da haben wir einfach nicht viel Daten bekommen. Ich zeige dir jetzt mal unser neues Produkt, das Transparent, wie ich das auftragen würde. Ja, bitte. Also das ist ganz normal aus einer Sprühdose. Es gibt eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Seid vorsichtig, dass ihr nicht zu dick auftragt. Es reicht eigentlich immer ein Hauch. Ein bisschen drüber, man sieht das jetzt hier schon schön, das Glänzende, das Chromige wird matt, die Details kommen durch, aber der Glanz wird dem Ganzen genommen. Also der Sergio hat jetzt gemescht, richtig? Wir haben das Projekt jetzt quasi abgeschlossen und gucken uns jetzt vor allen Dingen mal die herausfordernden Teile an. Das ist die Platte, die verchromte hier an der Vorderseite von dem Kompressor. Die haben wir jetzt auch bekommen. Ohne Spray kriegst du da gar nichts. Und weiter unten seht ihr dieses Druckregelgerät mit der Uhr. Ja, das heißt, wir haben mit einem Einstiegs-Scanning-System, was unter 1000 Euro kostet, und unserem Spray es möglich gemacht, einen eigentlich nicht scannbares Bauteil zu digitalisieren. Also ich finde, das ist schon eine super Kombination, gerade für die Einsteiger hier mit so einem System und dem Spray sich dann ein Produkt oder ein Werkzeug zu holen, um auch komplexe Oberflächen und Geometrien komplett zu digitalisieren, inklusive der Farbinformation.